السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كريستيان. Geht's dir gut, inshallah? Ja, inshallah, alles gut. Deine Freude steckt an, Christian. Ja, danke schön, danke. Alhamdulillah. Wir wollen inshallah ta'ala in den wenigen Minuten, wir haben leider nicht so viel Zeit, und hatten dich vorab schon kontaktiert, dass wir das Glaubensbekenntnis zusammen sprechen. Vorab vielleicht eine kurze Geschichte, wie du zum Islam gefunden hast, Christian. Ja, ich bin so zum Islam gekommen, dass früher, also vor ein paar Jahren, meine Mutter gestorben ist. Und also meine beiden Elternteile sind eigentlich Christen, ne? So, meine Mutter ist gestorben und die Familie von meiner Mutter, die haben mich total irgendwie abgestoßen, ja, weil ich auch damals auch falsche Freunde hatte, habe angefangen irgendwie Drogen zu nehmen und alles Mögliche. Und insgeheim hat mich das schon immer zum Islam irgendwie hingezogen, aber ich wusste innerlich nie so richtig warum, bis ich mich dann eines Tages damit auseinandergesetzt habe, ne? Na. So, und ja, ich musste dann halt Therapie machen und so, halt wegen meine Drogengeschichten und so weiter und so fort. Und da habe ich auch, Alhamdulillah, also Jungs kennengelernt, die auch im Glauben sind. Und ja, das hat mir echt Spaß gemacht, auch damals, auch wenn das schlechte Zeiten gewesen sind dort. Da hat mal ein Kollege dann irgendwie fasten müssen, weil nur Schweinefleisch da war und so. Und dann haben wir irgendwie in der Gruppe alle mitgefastet, einfach so, ne? Und ja, so kam ich dann immer nach und nach darauf, den Islam auch anzunehmen. Auch durch diesen Kollegen habe ich dann die Schahada auch ausgesprochen. Alhamdulillah habe ich dann meine Frau kennengelernt. Die kommt aus dem Kosovo. Wir sind auch muslimisch geprägt und ja, habe jetzt auch mittlerweile zwei Söhne, einmal Musa und Mesut. Weißt du? Ja, ne? Und der Islam ist die beste Therapie für jede Krankheit, Christian. Die beste Therapie für eine jede Krankheit. Alhamdulillah. Ich danke Allah Ta'ala dafür auf jeden Fall, dass er mir eine Tür aufgemacht hat, dass ich von der Schönheit kosten darf. Ne? MashaAllah, Tabarak Rahman. Und wisst ihr, er gibt das nicht jedem, deswegen muss man umso dankbarer sein und umso unterwerfender sein, damit man Allah auch beweist, dass man diese Gnade auch verdient, inshallah. Inshallah, das stimmt. Christian, dann wollen wir das Glaubensbekenntnis aussprechen. Schaffst du es alleine oder sollen wir dir helfen? Nee, lass uns das zusammen machen. Ich schaffe es auch alleine, aber ich möchte es mit dir zusammen machen. Inshallah. Okay. Ashhadu. An la. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Allahu Akbar. In der Tat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Christian, es war wirklich, wenn es auch nur kurze Momente waren, eine wunderschöne Konvertierung mit dir. Ich würde dich nur um eins bitten, dass du vielleicht einen anderen Namen dir aussuchst, weil der Name Christian ist leider entgegengesetzt zum Islam. Deswegen, es gibt wunderschöne Namen, die auch zu dir passen. Und ich denke, du bist ein Löwe zu Hause und draußen. Vielleicht würde Omar zu dir passen. Was hältst du davon? Omar, ja, warum nicht? Ja, seid ihr für Omar? Ja, inshallah. Warum nicht? Ja. Das freut uns, Omar. Dann bist du für uns heute Omar, inshallah ta'ala. Und wir bleiben mit dir im Kontakt. Und wir lieben dich für Allah. Und möge Allah azza wa jal dich nur auf diesem Weg leben und sterben lassen. Amin. Amin, danke schön. Und wir sagen dir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, Bruder. Ciao. Amantu anna al-akhira la budda yawman atiya kullu al-khalaiq hadira.
كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية